Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Sitzen, wo Sie nicht gestört werden. Setzen Sie sich ganz bequem hin und lehnen sich an, so dass der Rücken gestützt ist. Stellen Sie beide Füße flach auf den Boden. Sie sitzen aufrecht mit einer geraden Wirbelsäule. Der Scheitel Ihres Kopfes ist nach oben gezogen. Ziehen Sie sanft Ihre Schulterblätter nach hinten und nach unten. Heben Sie Ihren Brustkorb leicht an. Diese kleinen Verschiebungen schaffen eine körperliche Offenheit für Ihr Herz, eine Offenheit für positive Emotionen, die Sie kultivieren wollen. Senken Sie sanft Ihren Blick, um die Ablenkung zu reduzieren. Und wenn Sie mögen, schließen Sie Ihre Augen. In dieser Meditation werden Sie meine Stimme hören, gefolgt von Zeiten der Stille. In der Stille sagen Sie weiterhin die Worte der liebenden Güte leise zu sich selbst. Nehmen Sie ein paar tiefe Atemzüge und gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zu Ihrem Herzen. Stellen Sie sich vor, wie jeder Atemzug auf Ihr Herz einwirkt. Atmen Sie ganz normal, ohne besondere Anstrengung. Beobachten Sie, wie jeder Atemzug Ihr Herz mit Sauerstoff versorgt. Der Sauerstoff aus der Umgebungsluft fließt durch Ihre Lungen und dann in Ihr Herz und ihren Blutkreislauf und ist die grundlegendste, konstanteste Verbindung zwischen ihnen und der Welt um sie herum. Dieser einfache Akt des Atmens verknüpft alles, was in ihnen ist, mit allem, was jenseits ihrer Haut liegt.
Jeder neue Atemzug schafft eine Einheit des Lebens, weil alle Menschen sich die Luft teilen, die die Atmosphäre der Erde frei anbietet. Wie fühlt sich Ihr Körper jetzt an? Haben Sie Schmerzen oder Beschwerden? Sorgen oder Spannung? Sind Sie aufgeregt? Was auch immer Sie fühlen, es gibt keinen Grund, diese Gefühle beiseite zu schieben. Ob es angenehm ist oder nicht, lassen Sie alle Gefühle zu. Akzeptieren Sie sie als Teil dessen, was es bedeutet, Sie zu sein, ich zu sein, in diesem Moment. Begegnen Sie dem Gefühl mit Neugierde und Offenheit. Wie fühlt es sich in Ihrem Körper an? Und wie verändern sich Empfindungen auf subtile Art und Weise von einem Moment zum nächsten? Ob Ihre aktuellen Erfahrungen nun angenehm oder unangenehm, ob Ihre aktuelle Erfahrung nun angenehm oder unangenehm ist, nehmen Sie alles wahr und akzeptieren Sie es, so wie es ist. Ob Ereignisse in Ihrem Leben gut oder schlecht sind, erlebe und akzeptiere es. Sehen Sie sich als Teil des unvermeidlichen Aufs und Abs, das alle Menschen erleben. Alle Menschen erleben Gutes und Schlechtes. Sie können sich selbst Gutes wünschen. Sie verdienen diese Freundlichkeit so sehr wie jeder andere auch. Beginnen Sie, indem Sie sich Ihre eigenen guten Eigenschaften ins Bewusstsein rufen. Richten Sie dann sanft
die Wünsche der liebenden Güte an sich selbst und wählen Sie Formulierungen, die Ihr Herz mag. Möge ich mich sicher und beschützt fühlen. Möge ich mich glücklich und friedlich fühlen. Möge ich mich gesund und stark fühlen. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Sehen Sie sich selbst als einen lieben Freund für sich selbst. Vielleicht hilft es, die Wärme und Zärtlichkeit, die Sie gegenüber einem Säugling empfinden können, sich zunächst vorzustellen. Oder die Gefühle für ein kleines Kätzchen oder Welpen, so unschuldig wie diese kleinen Geschöpfe sein können. Erleben Sie, wie Ihr Gesicht weich wird und Ihr Herz sich weitet. Jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie die gleichen Gefühle der Wärme und Zärtlichkeit für sich selbst empfinden. Möge ich mich sicher fühlen. Möge ich mich glücklich fühlen. Möge ich mich gesund fühlen. Möge ich leben mit Leichtigkeit. Beachten Sie alle Empfindungen, die da kommen, und akzeptieren Sie alle. Diese Praxis ist mehr als die bloße Wiederholung von Sätzen. Diese immer mehr gefühlten Sätze öffnen eine Tür und werden zu einer Chance für Sie,
ihr Herz zu konditionieren, um offener, akzeptierender und freundlicher zu sich selbst zu werden. Möge ich mich sicher fühlen. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich gesund fühlen. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Es gibt keinen Grund, sich selbst zu beschimpfen, weil sie vielleicht den Fokus verloren haben und ihre Gedanken abschweifen. Jeder neue Moment des Neubeginns ist eine weitere Chance, mit dem Geist zu experimentieren, mit dem Geist der lieben Güte zu experimentieren. Was wäre nötig, um alle Härte abzulegen, um neu zu beginnen, mit einer freundlichen und liebevollen Einstellung zu sich selbst? Möge ich mich sicher fühlen. Möge ich mich glücklich fühlen. Möge ich mich gesund fühlen. Möge ich mit Leichtigkeit leben.
Wenn Sie gleich diese Übung beenden, wissen Sie, dass es völlig natürlich ist, sich selbst freundlich zu behandeln, auch wenn Sie dieses vielleicht oft vergessen. Diese liebevolle Einstellung zu sich selbst können Sie jederzeit erzeugen, indem Sie sich an diese Worte erinnern und wissen, dass diese Einstellung jeden Tag mehr wächst. Schwierigkeiten, Leid und Hindernisse werden auftauchen. Und sie reagieren immer öfter mit liebender Güte für sich selbst darauf. Schwierigkeiten, Leid und Hindernisse werden auftauchen. Und sie reagieren immer öfter mit liebender Güte für sich selbst darauf.